Oh, kämpfe denn. Mir egal. Wer bist du denn? Luke Dash. Ach, der Bluter. Der ist nie gestorben. Hä? Warnische Fallstufe 9. Was ist der Warnische Fallstufe 7? So, machen wir die Dingens-Quest hier. Die Story-Quest, würde ich sagen. What the hell? Malmuk. Einführen ein neues Gebiet. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du dein neues Gebiet. Über die Karte kannst du jederzeit nach Ulu zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach durch jedes Gebiet besitzt deine eigene Armee. Okay. Interessant. Melde dich bereit, die Terrain der Feindlinie ins Herzmodus zu begleiten. Das ist ja cool, da gibt es also doch noch ein bisschen was anderes zu sehen. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Oh, mal ein bisschen grüner. Das sind quasi die Inseln von GTA, die wir hier haben. Erstmal für den zweiten. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter. Sieht aber nicht mehr so gut aus. Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Die ist mehr so gut drauf zu sprechen. Halte durch. Wer hat denn mit der rumgevögelt, dass es die Tochter ist? Deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Lass mich raten, muss ich das Heilmittel zurückholen? Soll strömen und Flüsse fließen. Ozeane, die sich in den Hafen ergießen. An weiße Ufer soll die Fahrt dich leiten. Nichts soll dir Ungemach bereiten. Waldläufer im Dienst von Gondor.
findet dort euren Frieden vor. Weib und Sohn und all die meinen, mögen uns diese Ufer vereinen. Ist noch was oder darf ich überspringen drücken? Ah, okay. Ich hätte überspringen drücken können. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Ah, jetzt habe ich ja wieder Überlebensherausforderungen haben. Ich weiße Wurzel und gelbe Blüte und immer noch ein Grauk töten. Blickt in den Himmel, wenn ihr auf Patrouille seid. Was war das? Damit sich der Grabwandler nicht so einfach auf euch stürzen kann. Ja, lass mal hier hoch, dann ziehe ich den, wenn ich schon mal hier auf dem Weg bin. Schnellweise freigeschaltet. Der Turm, aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Ist auch noch Sachen hier drüben. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Das hier sehen wir deutlich angenehmer aus, hier muss ich mal so sagen. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Dup. Die Natur gedeiht in Nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. Zumindest hast du schöne Erinnerungen an sie. Halte sie fest, dann halten sie dich am Leben. Nimm das, Wurm! Unser Schatten wird alles Licht im ganzen Land. Was war das für ein Geräusch? Ihr seid nie so schlau, da runter zu springen, muss ich mal sagen, Sklaven. Oder jetzt befreite Sklaven. Erstmal Informationen mit die Armee hier sammeln. Du bist mein! Nehmen wir mal die Mitte. Macht 9. Kippe in Panik beim Griff im Karagor. Kann durch Kampfverschlüsse verwundet werden. What the damn? Mann, wer ist denn der gut gerannt? Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe.
Ah, da sind sie auch schon. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Hier oben bleibe ich ungesehen. Hopp. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Noch ein Angriff und diese Höhle wird mein Grab werden. Wollt ihr nur das hier haben? Lachmab Gelebren. Es gab ein Königreich, hier in Mordor. Es wurde im Widerstand gegen den dunklen Herrscher errichtet. Oh shit. Die Ghule wissen, dass wir hier sind. Ich spüre, wie sie unter meinen Füßen umherkriechen. Hä? Ghulschau herbeigerufen. Ah. Wiederholen. Habe ich jetzt wenigstens in dieses Artefakt da behalten. Die beste Strategie ist es, ungesehen zu bleiben. Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Ach nee, das waren die. Ja, okay. Ja, der Schmiedehammer. Ein alter. Gefertigt von dunklen Herrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Das ist das Geschenk, was er damals bekommen hat. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben.
Oh shit. Was ist denn für ein Vieh? Gondor, was ist das für eine Kreatur? Neuer Feind, Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du angreifst. Also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Ich hoffe, so war das getan. Die Gefahr jedoch noch nicht. Ich hätte die gleich abhauen können. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Oh, jetzt kann ich in die... Es schießt doch! Meine Fresse! Lass mich doch mal wieder laufen! Was ist das denn für ein Bug? So ein Bullshit. So ein Bullshit. Das war gerade der bekannte Wildschwein-Bug aus Gothic. Blam, 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 dass die Animation so verkackt ist, dass man nichts machen kann. Boom. Du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden. Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es. Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Na geil. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt. Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg.
Uiuiuiui. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Neue Aufträge ist verfügbar. Okay. Ich muss mich hier eher hoch. Nee? Und da hoch? Da hoch. Zu unserem letzten Mal gaben sie uns einen Topf mit echtem Fleisch. Das willst du nicht wissen. Du willst noch nicht mal darüber nachdenken. Mal verzehren! So. Nein. Ui. Das ist ja nochmal so eine große Fläche wie gerade eben schon. Ja, das ist ein Stück. Flak, Herr des Zorns. Ja, also ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich mache erstmal eine Pause. So, auf wie geht's? Dieser geflohenen Sklaven muss als erste sterben. Sie wird langsam zu mächtig. Ja. Nani hier, Gelaia Mordor. Du erbärmlicher Schwächling! Da drüben hat sich etwas bewegt! Das ist unsere Chance. Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. So. Ich danke dir. Freut hier. Was ist das denn für eine Aufgabe? Jetzt ja überhaupt, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit befinden. Mhm. Königin des Meeres und die Gewissenskönigin macht des Geistes. Hab die Menschen gefragt, ob sie etwas können. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Bei den weißen Wassern des Flusses Anduin, bei den vielfältigen Farben brennen sie so hell. Möge Nurnen nun auf Marvin blicken, auf meine Gabe der zweiten Sicht. Mögen die Elemente von Erde, Feuer und Luft
ein Tor in die unsichtbare Welt bilden, Geister von Valinor. Hört mein Gebet und gewährt der Königin der Küste neue Kräfte. Okay, die hat es also nicht von Anfang an. Diese Stammesbrüder sind verzweifelt. Sie werden alles versuchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ich fürchte, Litariel wird niemals aufgeben. Ihre Ehre wird für sie alle zum Verhängnis. Versucht doch wenigstens, dich zu wehren! Langsam ist fast komplett. Habt ihr das gehört? Zeig mir, was du kannst! Zack. Danke. Dieser Schmied repariert meine Waffen einfach nicht. Kotuk sagt, er hätte den schwarzen Hauptmann vor einem Ansturm von Grauks gerettet. Ich hab's gehört. Er sagt, man hätte ihm einen Elben als Sklaven versprochen. Kotuk hat doch noch nie einen schwarzen Hauptmann gesehen. Bald werden wir alle eine Hundertschaft an Elbensklaven besitzen. Points. Information erhalten. Felgert die Spinne. Todesstöße im Rücken berichtet am besten sofort getötet werden. Er hat Schaden durch Kampftodesstöße. Immun gegen Fernkampf. Hasst Verletzung seines Herrn. Hasst Karagor. Hasst Brandwunden. Er soll er nicht zum Brennen bringen. Geistbetäubung blocken. Vergiftete Waffe Regeneration. Oh, ich kann natürlich auch sterben. Wer bist du denn? Der Mörder. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Weiter! Da draußen ist etwas! Oh, zack.